Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Far Cry Primal. So, was haben wir das letzte Mal gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin total verwirrt. Denn ich habe so ein kleines Problem mit Pillars of Eternity gehabt. Und zwar die eine Folge, die dritte Folge, die jetzt leider auch noch nicht rausgekommen ist, musste ich jetzt gefühlte 4-5 Mal aufnehmen. Und da jedes Mal irgendwie irgendwas schiefgelaufen ist und deswegen habe ich mich darauf konzentriert. Das ist überhaupt keine Ausrede, ne? Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Das ist die Ausrede. Warum spreche ich hier so rum? Ich habe einfach ewig nicht mehr gespielt. So. Deswegen bin ich auch etwas verwirrt, was wir denn machen könnten. Wir haben hier unten noch den einen Typen, den wir beschaffen können. Den Urki, der Denker. Und hier gibt es bestimmt noch einige Punkte, die ich noch nicht so richtig eingesammelt habe. Zum Beispiel. An dieses Lagerfeuer kann ich leider nicht hin. Dann. Oder was machen wir? Was machen wir? Ich weiß es nicht. Sonst haben wir ja nichts groß. Nee, dann holen wir uns den Typen. Dann reise ich jetzt einfach zu diesem Ort und dann holen wir uns den Denker. Und dann werden wir. Wo geht's hier? Hier geht's raus. Und dann werden wir gucken, was der noch für Quests hat für uns. Und hier ist der Ausgang. So, das letzte Mal. Ich kann mich noch so vage dran erinnern. Vielleicht sollte ich mir auch mal meine Folgen angucken, ne? Das wäre schon mal ein Vorteil. Ne, das letzte Mal habe ich. Das letzte Mal haben wir. Ach ja, mit diesen. Genau. Mit denen da. Mit den blau angemalten Typen. Der Böse? Mit den blau angemalten Typen, die wollten uns ja töten. Und, da sind wir einmal elegant verschwunden und sind aus ihrem Lager geflohen. Und, das war ein Quest von diesem. Da wo man die Drogentrips machen kann. Was ist hier schon wieder los? Nein. Oh Gott, dieses blöde Wildschwein hier. Wenn ich noch wüsste, wie er heißt. Tensei. Ja, Tensei, der alte Bro. Habe ich schon ein Gepard eigentlich? Ist das ein Gepard? Habe ich das schon? Bestien. Leopard, den habe ich noch gar nicht, ne? Oder ein Jaguar. Ich glaube, das war ein. War das ein Leopard? Oder ein Gepard? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall! Habe ich es jetzt verkackt. den zu zähmen. Soll es ergeben. Naja, okay. So, ich muss ein bisschen gucken, dass mein Mikrofon wieder in die richtige Position. Mein Mikrofon fängt nämlich an, willkürlich in irgendeine Richtung zu schwenken. Da ist noch einer. Alter. Nein. Alles gut. Ha. Moment mal. Ich will. Ich glaube, das bringt nichts. Der ist jetzt nämlich schon wieder weggerannt. Kein Tier scheint sich dafür zu interessieren. So, okay. Aber da hinten steht er wieder. Oder? Ach nee, ey, oder? Du Mistvieh! Wie soll man denn das Tier zähmen überhaupt, wenn das mich überhaupt nicht für die Köder interessiert? Was ist das der Kacke? Naja, okay. Dann eben nicht. Ich will den auch gar nicht. Ich will den nicht. Nein. So. Okay. Wo führt uns unser Weg hin? Hier hin. Alles klar. Muss ich gucken, dass ich irgendwie hier hochkomme.
Nein, 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 nein. Nein, 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 die falsche Taste. Was ist die Taste nochmal? Was ist die Taste nochmal, um die Tiergefährten? Lalalala, hat niemand gesehen. Oh, Bestienkill. Ja, okay. Mistvieh! Töte es! Der will ja eh nicht gezähmt werden, also ist mir egal. Oh, guten Tag. Hallo. Da lebt ja noch einer. Ach da. Ach nee. Hä? Das ist einer von uns. Okay, alles klar. Da hinten ist aber noch einer. So, und dem pfeffern wir uns einfach mal hier so den Speer ins Gesicht. Ja, doch. Hat gepasst. Ich gehe die ganze Zeit hier immer weiter vor. Das gibt's doch nicht. So, alles klar. Das ist jetzt echt die Frage, ob wir überhaupt noch in dieser Folge irgendwie hier ankommen. Ob noch in diesem Jahrhundert. Ich lasse mich die ganze Zeit immer ablenken. Was ist das Weiße hier? Oh. Also weiß ich, habe eine viel bessere Idee. Ah, ich will keine Arbeit. Einige würden jetzt natürlich sagen, das war menschenverachtend, aber... So war es in der Steinzeit. So war es in der Steinzeit. So, und ich glaube, ich bin vollkommen falsch gelaufen. Ich bewege mich in die vollkommen falsche Richtung, denn ich hätte nach oben gemusst. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich hier hoch? Jetzt, ah, hier, guck mal, da. Aha. Perfekt improvisiert. Manchmal bin ich selber irgendwie ein bisschen erstaunt über meine Ideen, die ich habe. Meine Ergüsse. So, okay. Der Dings kämpft da unten, der macht das schon. Ich laufe einfach mal weiter. Jetzt muss er noch irgendwie da hochkommen, na super. Ah, da ist schon wieder so ein Greifhakenteil. Das ist aber nicht normal, ne, mit dem Seil. So bewegt sich kein Seil. Alles klar, akzeptieren. Winja. Kushawi Warha? Urki Yishwata Kwati Patashta. Urki Yishwata Kwati Patashta. Winja. Ooh, Uapatash, Fupausi Khan. Uapatash. Urki Shawi Wapatash, Walla Deuce Deuce. Urki San Patra. San Patra. San Fupausi San Patra. Ta. Ta Fupuda Kwala. Tapu-buna-kwala! Uurki-sakwi! Uurki-sakwi ha-patra-daha! Ta-urki-patash! Ta-urki-patash! Uurki-sakwi ha-patra-daha! Ta-urki-patash! Ta-urki-patash! Oh, mit was für Leuten hab ich's? Der ist aber sympathisch, der ist nett und sympathisch. So, der hört sich an... Der hört sich an wie ein Sims. So. Okay, Jagd und Häute Tiere für Urki. Für Urki mache ich alles.
So. Dann werden wir mal... Aua, das hat weh. Okay, ich brauche einen Schneevogel, eine Schildkröte, einen Raben und einen Beißfisch. Oh Gott. Okay. Habt ihr vielleicht sogar schon was dabei? Grünblatt. Ah, hier. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die irgendwas dabei haben hier. Aber ich denke nicht. Nee. Okay, vielleicht ist ja irgendwas in meinem Belohnungslager. Schneevogel, Schildkröte, Rabe, Beißfisch. Ich kann mir das eh nicht merken, also... Leute. Oh Gott. Was? Da hinten. Wow, Alter. Was soll das denn? Ich... Oh Gott. So. Tier heute. Ein Rotbeiß. Eine seltene Rotbeißfischhaut. Beißfisch, ja, natürlich brauche ich genau das. Seltene Federn. Natürlich brauche ich wahrscheinlich genau das nicht. Also das seltene nicht. Oh Gott, ey, ich will mir so eine ausruhen. Nee. Wie kriege ich denn einen Raben? Muss ich hier echt knallhart eher einen vom Himmel holen oder? Hier vorne vielleicht, der hier. Auf den habe ich es abgesehen. Jetzt entscheide ich doch mal, wo du hinfliegen willst. Oh mein Gott, ey. Ich krieg das nie hin. Ach Gott. Das war ganz... Wo kommen denn immer diese Leute her? Das ist doch wahr. Das ist doch nicht wahr. So. Jetzt gib mir einen Beißfisch. Komm. Komm jetzt einen Beißfisch. Aua. Beißfisch. Komm her. Ach, ich kann das hier gar nicht benutzen. Wie fange ich den Fisch? Ja, ich ertrinke. Hey, ich komm hier nicht mehr hoch. Jetzt. Ob ihr es will. Wie fange ich den Fisch? Ich weiß nicht, wie man den Fisch fängt. Kann ich dich einfach dichter reinschicken? Wo kriege ich die Vögel her? Ich muss die doch nicht ernsthaft vom Himmel abschießen. Könnt ihr denn nicht einfach... Alter, dieses Scheißteil hier, das... hängt mir die ganze Zeit am Bein. So, jetzt aber. Da ist schon wieder ein Gepard, ich raste aus. Dann sind die auch viel zu schnell. Wo ist mein Tiergefährte? Und mein Mikrofon macht einen Abgang. So. Das hält mich die ganze Zeit nur auf. Nein. Alkapsulator, alles gut. Okay, ich habe die Augen offen. Okay, da komme ich, bis dahin komme ich nicht. Aber vielleicht damit. Ach, shit. Aha! Alright. Ah, ich habe einen Beißfisch. Sehr gut. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter und versuchen, die ganzen Materialien zu sammeln für den guten Urki, damit er auch mal in unser Lager kommt. Und, ja.
Wenn es euch gefallen hat, gebt mir natürlich eine positive Bewertung. Ich bin immer so verwirrt, ehrlich gesagt, bei der Abmoderation. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir eine positive Bewertung. Wird mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu Far Cry Primal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.